Wir starten mit den bundesweiten Ostermärschen am heutigen Kar-Samstag in die Sendung. Wie etwa in Leipzig, Köln oder München forderten die Teilnehmer mehr Abrüstung sowie Frieden in der Ukraine und Nahost. Bundeskanzler Scholz machte in seiner Videobotschaft noch einmal deutlich, wie wichtig die deutsche Unterstützung für die Ukraine sei. Ähnlich äußerte sich auch Wirtschaftsminister Habeck. Markus Aust fasst zusammen. Ostermärsche in Zeiten der Kriege. Bundesweit gingen heute Menschen auf die Straße, um für Frieden in der Ukraine und im Gazastreifen zu demonstrieren. Wir setzen uns ein für einen Waffenstillstand, damit dort das Töten beendet wird und langfristig natürlich eine politische, diplomatische Lösung für diese beiden Konflikte gefunden wird. Mehr Zulauf als in den letzten Jahren gab es dafür heute nicht. In Berlin schlossen sich 3.500 der Kundgebung an. Beim Auftakt des dreitägigen Ostermarsches an Rhein und Ruhr waren es rund 300. Geringe Anteilnahme trotz multipler Krisen. Experten wundert das nicht. Die Forderungen sind teilweise sehr allgemein. Für Frieden, für mehr Diplomatie. Das mag abstrakt richtig sein. Es bleibt aber offen, wie dieser Frieden und was für ein Frieden erreicht werden soll. Es bleibt ungeklärt, welche Wege zu diesem Frieden gegangen werden müssen. Und daher sind diese Forderungen nicht sehr glaubhaft. Einem Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine erteilt der Bundeskanzler heute in einer Videobotschaft zu Ostern erneut eine Absage. Wir alle sehnen uns nach einer friedlicheren Welt. Aber das ist auch wahr. Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Deshalb unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden, solange wie das nötig ist. Wir tun das auch für uns, für unsere Sicherheit. Vizekanzler Habeck betont ebenfalls in einer Videoansprache, dass Frieden in der Ukraine aktuell weit entfernt ist. Wir sehnen uns nach Frieden, ja. Aber die ehrliche, die bittere Antwort ist, es wird vermutlich kein rasches, gutes Ende geben, auch wenn wir uns anderes wünschen. Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen, alles andere wäre naiv. Das wird Sie nicht daran hindern, weiter zu hoffen auf Frieden durch Abrüstung. Bis Ostermontag sind Dutzende weitere Ostermärsche geplant. Nachdem zuletzt der höchste Militärchef der Ukraine seinen Posten räumen musste, entließ Präsident Selenskyj jetzt mehrere Berater, unter anderem auch seinen Assistenten. Und all das dürften Anzeichen für die hoch angespannte Lage an der Front sein. Russlands Militär ist vielerorts auf dem Vormarsch. Tausende Ukrainer sterben oder werden schwer verletzt. Nur ganz wenige Verwundete können die bestmögliche Hilfe erhalten. Ihre verlorenen Gliedmaßen werden durch Hightech-Prothesen ersetzt. Henna Hebestreit. Diese Hand gehört zum neuen Arm von Alexander. Seinen eigenen hat ihm der Krieg genommen. Bewegen kann er ihn schon etwas, auch wenn die Hightech-Prothese noch an einem Stativ hängt. Aufgeklebte Sensoren übertragen seine Muskelsignale. Es sind viele Muskeln beteiligt. Man braucht Training, viel Training, um den Arm richtig einzustellen. Rund 3 Monate wird Alexander brauchen, bis Arm, Ellenbogen und Hand aus Kohlefaser das tun, was er von ihnen will und die Prothese mit Hilfe eines Titanimplantats im Knochen montiert werden kann. Viele Soldaten sind schwer verletzt aus dem Krieg zurückgekehrt. Der ukrainische Staat verspricht jedem Ersatz für verlorene Gliedmaßen. Doch diese Hightech-Prothesen bekommen nur die wenigsten, etwa 4 bis 6 im Monat. Das liegt an den Mitteln. Wenn wir Sponsoren finden und Zuschüsse für moderne Prothesen erhalten, könnten wir noch viel mehr tun. Rund 100.000 Euro kostet so eine Hightech-Prothese, die ihm bereits gut im Alltag hilft. Der Staat zahlt den Preis eines konventionellen Ersatzarmes maximal die Hälfte. Für den Rest müssen private Geldgeber gefunden werden, aber es lohnt sich. Jeder Griff kann auf dieser Prothese nachgebildet werden. Sehen Sie, hier biegen sich die Finger gleich an mehreren Gelenken. Das heißt, ich kann fast alles richtig greifen. Der Krieg ist ein schrecklicher Motor für den Fortschritt. Irgendwie eröffnet er das Zusammenwachsen von Mensch und Maschine.
Trotz ziemlich angespannter Haushaltslage will Finanzminister Lindner Millionen Bürgerinnen und Bürger steuerlich entlasten, und zwar noch dieses Jahr. Nach der Erhöhung des Bürgergeldes im Januar müsse jetzt auch rückwirkend der Grundfreibetrag in der Lohn- und Einkommensteuer erhöht werden, sagte Lindner. Diese Nachricht lässt aufhorchen. Der Co-Chef der Linken, Schirdewan, ist offen für eine Koalition mit dem neu gegründeten BSW in Thüringen. Die Partei rund um Sarah Wagenknecht hatte sich gerade erst von den Linken abgespalten. Alle demokratischen Kräfte müssten mindestens in der Lage sein, miteinander zu reden, gerade wenn es darum gehe, den Aufstieg des neuen Faschismus zu verhindern, so Schirdewan in der Rheinischen Post. In Thüringen wird am 1. September gewählt. Wer Istanbul regiert, der regiert die Türkei. Das hat der türkische Präsident Erdogan einmal gesagt. Vor 5 Jahren allerdings, da verlor Erdogans AKP die 16 Millionen Einwohnermetropole an die Oppositionspartei CHP. Bei den Kommunalwahlen morgen in der Türkei setzt die AKP deshalb alles daran, Istanbul von der CHP zurückzuerobern. Über den Stimmungstest auch für Präsident Erdogan persönlich berichtet Föbe Gar. Eigentlich geht es bei der Wahl am Sonntag um Stadträte und Bürgermeister. Doch für den mächtigsten Mann der Türkei scheint es gerade kaum Wichtigeres zu geben. Vor allem in Istanbul wirbt Erdogan für seinen Kandidaten der AKP. Unser Parteikader muss noch hart arbeiten, es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Unsere Frauengruppen werden noch hart arbeiten. Die Jugendgruppe muss noch hart arbeiten und morgen werden wir die Wahlurnen schützen gehen. Vor 5 Jahren gewann die oppositionelle CHP das Bürgermeisteramt. Sollte Ekrem İmamoğlu es morgen verteidigen, gilt er als wahrscheinlichster Herausforderer bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Um das zu verhindern, schickt Ankara seine Minister in den lokalen Wahlkampf. Es gibt viele Aufgaben in der Außenpolitik, aber der Minister ist hier. Der Innenminister ist für die Sicherheit der Wahl verantwortlich, wirbt aber in jedem Geschäft hier um Stimmen. Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren? Ständig steigende Miet- und Lebensmittelpreise sowie eine rasende Inflation bestimmen den türkischen Alltag. Sie machen die Kommunalwahl auch zur Abstimmung über Erdogans Wirtschaftspolitik. Alle sind hungrig. Dank Bürgermeister Ekrem werden wir siegen. In 3 bis 4 Jahren wird die CHP dann an der Macht sein. Ich werde für Murat Kurum von der AKP stimmen. Er ist der Verlässlichste und kümmert sich um unser Land. Kurum oder İmamoğlu, Erdogans Mann oder der Gegenentwurf zu Ankaras Kurs. Umfragen sagen für die Bosporus-Metropole ein knappes Ergebnis voraus. In der niederländischen Stadt Ede hat ein Mann 4 Menschen als Geiseln in einem Café gehalten. Nach stundenlangen Verhandlungen ergab er sich der Polizei. Der Täter hatte die Geiseln mit Messern bedroht. Sein Motiv ist bislang unklar. Nach Hinweisen auf eine Sprengstoffgefahr hatten Einsatzkräfte den Tatort großräumig abgeriegelt. Rund 150 Wohnungen wurden zwischenzeitlich evakuiert. Der Forderung nach politischer Aufarbeitung der Corona-Pandemie schließt sich jetzt auch FDP-Bundesjustizminister Buschmann an. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, wenn in so massiver Art in die Grundrechte eingegriffen werde, müsse man das im Nachgang kritisch auf den Prüfstand stellen und gemeinsam aus den Fehlern lernen. Nach Madagaskar, den Inselstaat südöstlich vom afrikanischen Festland. Dort hat ein tropischer Wirbelsturm für Zerstörung gesorgt. Bislang melden die Behörden 18 Tote, weitere Menschen werden vermisst. Der Zyklon hat ganze Dörfer unter Wasser gesetzt, Felder sind überflutet. Zehntausende Menschen sind betroffen. In den letzten 2 Jahren wurde Madagaskar von 10 starken Wirbelstürmen getroffen. Das milde Osterwetter bei uns, das hat viele Urlauber an die Küsten gelockt. Auch auf Rügen freuen sich Hoteliers und Restaurants über die Gäste. Gleichzeitig aber wächst dort der Widerstand gegen das neue LNG-Terminal. Viele Einheimische machen sich Sorgen, dass die riesigen Schiffe in Sichtweite des Ostseebades Binz manche vom Urlaub in der Gegend abhalten. Anne Stadtfeld berichtet. Der Protest auf Rügen reißt nicht ab. Seit mehr als einem Jahr demonstrieren Einheimische gegen ein vom Bund beschlossenes Terminal für verflüssigtes Erdgas an ihrer Küste. Dieses Terminal hat nichts mit Naturschutz
nichts mit Klimaschutz und erst recht nichts mit Klimagerechtigkeit zu tun. Wir kämpfen auch gegen LNG, weil es schlecht fürs Klima ist. Außerdem fürchten Anwohner Lärm und Einbußen für den Tourismus. Im Hafen von Mukran, die Energos Power, ein Spezialschiff, das ein Teil des neuen Terminals ist. Derzeit ist die gesamte Anlage im Probebetrieb. Nur wenige Kilometer entfernt das Ostseebad Binz, einer der Touristen-Hotspots der Insel. Ulf Dormann betreibt hier ein Geschäft für exklusive Mode. Außerdem vermietet der Unternehmer Strandkörbe und Apartments, lebt vom Tourismus. Das Thema LNG ist ja eher Industrie als Tourismus und Natur. Da muss man auch kein Mathematiker oder Atomphysiker sein, um zu verstehen, dass das irgendwie Unverträglichkeiten gibt. Trotz der LNG-Tanker, Hotels und Ferienwohnungen sind gut gebucht. Die Osterferien, traditioneller Saisonauftakt der Tourismusbranche im Land. Und man sieht es hier natürlich auch immer gleich, ne? Wenn man hier an der Promenade ist, ist es nicht sehr schön. Aber scheint es halt auch nicht änderbar zu sein. Alle wollen ein warmes Haus haben. Ich meine, die sind ja fürs Gas da. Und ich denke, das ist wichtiger, wie ob man da ein paar Schiffe sieht oder nicht. Das Ostseebad Binz will gegen das Projekt klagen. Die Stadt Sassnitz sieht wiederum Chancen. Der Hafen gehört zu 90% der Gemeinde. Das Terminal ein Wirtschaftsfaktor. Wir erwarten natürlich schon entsprechende Einnahmen. Wir werden natürlich auch durch die Kombination Energie- und Industriestandort natürlich auch weitergehende Ansiedlungsgespräche führen. Und dann natürlich, klar, Arbeitsplätze. Die endgültige Betriebserlaubnis für das LNG-Terminal auf Rügen wird in den nächsten Wochen erwartet. Wir erleben gerade wieder ein Wetterphänomen, das die Sicht auf die Dinge verändert. Es geht um Sahara-Staub. Nachdem die Sandkörner erst die Schweiz und Österreich einhüllten, wehte die Wolke weiter zu uns ins Land. Wohin genau? Was es überhaupt mit Sahara-Staub auf sich hat und was vielleicht bei der nächsten Autowäsche zu beachten wäre, dazu Julia Schröter. Die Sonne kaum zu sehen, der Himmel milchig trüb. Die Stimmung fast ein wenig gespenstisch. So wie hier im sächsischen Annaberg-Buchholz sah es heute an vielen Orten aus. Der Sahara-Staub vernebelt die Sicht, auch ganz unmittelbar, mit Sand auf der Windschutzscheibe. Damit der Staub uns hier in Deutschland erreicht, muss einiges zusammenkommen. Zunächst mal muss der Sahara-Staub aufgewirbelt werden. Dazu brauchen wir viel Wind, am besten Sturm. Und dann müssen die Tiefs in Europa so stark sein und gerade so ziehen, dass sie den Staub in vielen Kilometer Höhen über die Alpen von Süden nach Norden transportieren. Selten ist das Phänomen nicht. Es tritt zwischen 5 und 15 Mal pro Jahr auf. Aber dieses Mal ist es ungewöhnlich intensiv, sagt auch der Deutsche Wetterdienst. Besonders viel Staub ist von Afrika aus in nördlicher Richtung direkt nach Deutschland getrieben worden und hat sich über das ganze Land verteilt. Der Staub kann entweder einfach zu Boden sinken, dann ist es ganz normaler Dünger für die Natur, denn er besteht aus Mineralstoffen, aus Quarz, aus Eisenoxiden und aus Silikaten. Er kann allerdings auch vom Regen oder auch von Schnee ausgewaschen werden aus der Atmosphäre. Das könnte man dann Blutregen nennen, weil das, was da unten ankommt, ja so eine ockergelbe bis rotbraune Farbe hat. Dieser sogenannte Blutregen sieht zum Beispiel auf Autos so aus. Weil die Sandpartikel so scharfkantig sind, empfiehlt der ADAC eine gründliche Wagenwäsche mit viel Wasser, damit der Lack nicht leidet.